Mal schauen, was haben wir denn zur Auswahl? Hey, Vibe, was soll das mit den Blumen hier? Wem gehört das Dorf? Raus mit der Sprache. Wir sind knackige Kerle, wir Wikinger, nicht wahr? Ich muss erstmal ein paar Eislöwen erwürgen gehen, bis später. Nee. Versuchen wir mal das dritte. Wir sind knackige Kerle, wir Wikinger, nicht wahr? Ich muss schon sagen, einige können mir schon ganz schön auf die Nerven gehen. Vor allem die Seefahrer-Wikinger, die auf bestimmten Decks arbeiten. Wenn man mit denen zu tun hat, kann einen das den letzten Nerv kosten. Mit Pferden können sie schon mal gar nicht. Und auf See? Da weiß manchmal die eine Hand nicht, was die andere tut. Okay. Naja, das Leben ist halt kein Ponyhof. Was willst du damit sagen? Weiß ich auch nicht so genau. Wem gehört das Dorf? Raus mit der Sprache. Dies ist Smöredorf, das Dorf von Erik dem Roten. Ein wilder Kerl, der das Plündern und Brandschatzen liebt. Erik und alle Männer sind gerade auf einem großen Raubzug. Jedes Mal bringen sie besondere Stücke aus weit entfernten Ländern. Extra für mich hat Erik dieses Saatgut aus einem Land weit im Osten mitgebracht. Die Einheimischen dort nennen es Lais. Lais? Könnte ich etwas Lais haben? Darf ich etwas Lais haben? Tut mir leid. Ich schenke nur denjenigen Menschen etwas, die auch meine Gefühle verstehen. Oha. Ich muss erst mal ein paar Eislöwen erwürgen gehen. Bis später. Die heißen Eisbären, nicht Eislöwen. Sag ich doch. Aber interessant. Ich wette, das ist Reis. Aber auch nicht schlecht. Können wir das Lace haben? Okay, mal schauen. Was haben wir hier so Feines? Ein Kopfkissen. Kurs, wir gehen pennen. Ein schönes, frisch gelüftetes Kopfkissen. Ja, das gehört jetzt uns. Okay, Frieda, du töpferst wohl gerade. Du bist ein Mann, oder? Was machst du noch hier? Wie meinst du das? Alle Männer sind auf Raubzug. Alle echten Männer. Du allerdings. Jetzt fang du nicht auch noch an. Ich bin ein Mann und will auch wie einer aussehen. Du könntest mir dabei helfen. Das bezweifle ich. Nicht mal Spinat und Kniebeugen könnten aus dir einen Mann machen. Na toll. Können sie doch. Nein, nein. Wenn du ein echter Mann wärst, würdest du mit mir schon mal gar nicht reden. Das tun die anderen Männer nämlich. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil du eine Frau bist. Was? Ich finde es spannend, was du da machst. So, so? Was soll am Töpfern so spannend sein? Och, gute Frage. Ich mag es einfach, anderen bei der Arbeit zuzusehen. Es erinnert mich an zu Hause. Es ist auch alles aus Lehm. Ja, nehmen wir lieber das zweite. Es erinnert mich an zu Hause. Da ist auch alles aus Lehm. Es ist also der Lehm, den du magst? Naja, also, das war jetzt schon ein wenig so dahingesagt. Wenn du dich mit etwas Lehm in der Tasche heimischer fühlst, dann nimm ruhig welchen mit. Tja. Okay. Lehm. Gut, warum nicht? Nehmen wir gerne. Na, ja, dann reden wir mal mit Isolde, der Holde. Falls Asil mal daran denken könnte, zu laufen. Von dieser hier werde ich mich nicht... Was willst du, Wicht? Was willst du, Wicht? Nichts zu tun, die Dame. Wo sind denn die Männer? Ein kleines Nickerchen, das wäre auch was für mich. Nee. Wo sind denn die Männer? Alle auf Beutezug. Und wir stellen mal wieder unter Beweis, dass ohne diese Nichtsnutze alles besser läuft. Interessant. Ein kleines Nickerchen, das wäre auch was für mich. Ich habe eine wichtige Aufgabe. Okay. Nichts zu tun, die Dame? Von wegen. Ich mache jeden Tag um 1 Uhr mittags das Feuer an fürs Essen. Und? Was sagt die Uhr? Na, dann sag mal Bescheid. Was soll das denn? Ist ja noch gar nicht so spät. Aha. Also müssen wir die Uhr etwas verstellen. Okay, dann gehen wir mal da rein. Kopf eines Einhorns? Och nö. Hoffentlich war es nicht das letzte. Das ist ein guter Witz. Aha, das gab's wohl gestern. Lecker. Ein Fisch mit einem Kopf in Hammerform?
Was kommt als nächstes? Ein Fisch mit einer Nase wie eine Säge? Ja, das gibt's auch, lieber Asil. Jede Menge Vorräte, an die ich nicht herankomme. Mist. Lea, die Wikinger lassen nichts anbrennen. Schade. Würde einen tollen Bettvorleger für mein Haus hergeben. Ach, Moment. Irgendwas war doch mit meinem Haus. Ja, es ist abgebrannt. Für jede Aufgabe haben sie jemanden im Dorf. Fürs Aufräumen aber anscheinend nicht. Das ist doch immer so. Okay, hier haben wir wohl noch nichts. Ach, Leute, Leute. Wir werden hier wohl noch sehr viel Zeit verbringen. So sieht also ein echter Mann aus? Ein Bart, ein Helm und eine Waffe. Okay. Ein Futtereimer. Das Vieh würde mir den Gar ausmachen. Okay. Ein Hinweisschild. Was Achtung, steht da? Schizophrenes Rentier. Durch unterschiedliche Farbtöne, die im Sichtfeld des Tieres sind, können verschiedene Persönlichkeiten freigestellt werden. Missbrauch auf eigene Gefahr. Ah. Ich wette... Ich habe das Kopfkissen aufgerissen. Musst immer alles kaputt machen. Schwarze Schafswolle, okay? Ich wette, das könnte einen schönen Bart abgeben. Ah, wir brauchen den Kopfkissenbezug. Den hängen wir jetzt an die Sonnenuhr, oder? Ja. Die blaue Farbe scheint es beruhigt zu haben. Bingo. Das schizophrene Rentier. Dann nehmen wir jetzt den Eimer weg. Oh, natürlich ein Helm. Aber sieht ein bisschen albern aus. Das Vieh würde mir den Gar ausmachen. Okay. Können wir jetzt schon das Rote ran? Ich glaube nicht. Oder doch? Oh oh. Das kann was werden. Oh Schreck. Es hat sich losgemacht. Nach Papageien, Krokodilen und Katzen werde ich wohl auch Rentiere nicht so schnell zu meinen Freunden zählen dürfen. Ja, irgendwie haben die Entwickler was mit den armen Tieren hier. Aber wen schläft da jetzt? Jetzt kann ich es gefahrlos mitnehmen. Super. Ein Kugelfisch. Hey, ich sehe keinen Grund, warum ich dir den Fisch mitgeben sollte. Okay, Sigrid, dann reden wir mal mit dir. Stör mich nicht, ich bin beschäftigt. Ihr Frauen scheint alles im Griff zu haben. Alles straff organisiert. Eine töpfert die Töpfe, eine baut das Gemüse an, eine macht Feuer, ich bereite den Fisch zu. Und naja, normalerweise kocht dann der Koch das Essen. Nur, dass der Koch heute irgendwie verschwunden ist. Aha. Vielleicht ist er geflohen. Wieso sollte er geflohen sein? Jedes Mal, wenn es uns nicht geschmeckt hat, haben wir ihm ordentlich ein paar verpasst. Ha! Und ich fand es noch nie besonders lecker. Autsch. Okay, ich bin der neue Koch. Ich bin der neue Koch. Du bist mutig. Aber na gut, dann nimm das Mittagessen mit. Okay. Und wie versteht ihr euch hier so? Wenn du mich so direkt fragst? Isolde kann ich nicht leiden. Die macht meinem Pjöldalin immer schöne Augen. Am liebsten würde ich ihr den Hals umdrehen. Ich will nicht weiter stören. Dann tu's auch nicht. Mann, sind das freundliche Damen hier. Es gibt vermutlich wenig hässlichere Tiere auf diesem Planeten. Okay. Ein Salzsack. Ein Sack voller Salz. Hey, ich wüsste nicht, warum ich dir das Salz mitgeben sollte. Mist. Mal schauen, was könnten wir denn noch mitnehmen? Jetzt haben wir schon mal ein Seil. Können wir da vielleicht noch rein? Nein, können wir nicht. Typisch.
Wir werden es schon schaffen. Aber den Futtereimer können wir bestimmt bei dem Einhorn ein paar Löcher reinmachen. Hahaha. Taugt nicht mehr zum Wasser holen. Egal, wir wollen es ja auch als Helm haben. Warum sollte ich davon einen Abdruck machen? Ach so, vielleicht den Leben mit dem Kugelfisch. Ein schöner Abdruck. Bingo. Eine Gussform. So langsam formt sich der Plan. Geschorenes Schaf, betrachte Schaf. Ja. Betrete Keller, ach, da kann man auch noch rein. Immer alles absuchen hier. Betrachte Gustav, hä? Komisch, diese Regale sind nach Männernamen benannt. Scheint so, als ob die Frauen hier ihre Männer so sehr vermissen, dass sie ihre Möbel nach ihnen benennen. Seltsamer Brauch. Ja, schon eigenartig. Metfässer, betrachte Billy. Jemand hat es Billy getauft. Na, wenn es ihm gefällt. Eine Metpfütze. Ah, dann lache ich. Ich glaube, ich spende. Ah, deswegen. Ein absolut männlicher Bart. Jetzt hat er einen echten Bart. Bloß nicht reintreten. Das Zeug klebt wie die Hölle. Ah. Met wird ja, nennt man ja auch Honigwein. Da macht das schon Sinn und... Okay, gerade ist ein Vogel gegen das Fenster geflogen. Komisch. Mal schauen, was sagt die Sonnenuhr? Jetzt zeigt die Sonnenuhr nach 1 Uhr mittags an. Ah, super. Jetzt müsste sie ja eigentlich das Feuer machen. Hallo? Ah, du bist es. Ja. Sigrid hat gesagt, du sollst die Finger von Jöldalin lassen. Haha, Jöldalin ist mir bereits mit Haut und Haaren verfallen. Vom letzten Raubzug hat er mir sogar ein Einhorn mitgebracht. Wie romantisch. Also natürlich nur den Kopf. Oh, wie wirklich. Das kannst du Sigrid ruhig sagen. Okay, das werde ich denen ihr auch sagen. Nichts zu tun, die Dame? Von wegen. Ich mache jeden Tag um 1 Uhr mittags das Feuer an fürs Essen. Was sagt die Uhr? Und? Was sagt die Uhr? Was? Schon so spät? Ja. Zeit für das Feuer. Ist doch unglaublich. Also, Feuer ist an. Jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch etwas, um in die Gussform zu gießen. Ich denke mal, Reis werden wir dafür eigentlich nicht brauchen, aber mal ehrlich, wir haben schon Verrückteres erlebt hier. So, nicht weich kochen lassen. Okay. Wir sind knackige Kerle, wir Wikinger, nicht wahr? Ich muss schon sagen, einige können mir schon ganz schön auf die Nerven gehen. Vor allem die Seefahrer-Wikinger, die auf bestimmten Decks arbeiten. Wenn man mit denen, mit Pferden und auf See... Ja, ich kotze mal ab. Vielleicht sind ja auch nur die Rudersklaven schuld, weil sie das Schiff nicht ordentlich rudern. Also hör mal, ein alter Wikinger-Spruch sagt, der Ruderer ist immer nur so schlecht wie der Mann, der die Trommel schlägt. Mein Vater sagt aber immer, da entwirfst du die beste Pyramide und dann wirft dir so ein Sklave einen Stein auf den Fuß. Was willst du damit sagen? Weiß ich auch nicht so genau. Aha. Hey, Weib, was soll das mit den Blumen hier? Ich bin Gärtnerin und Pflanzen mag ich wirklich gern. Du natürlich nicht. Du bist ein Mann. Du trampelst nur darauf herum.
Aha. Was? Ich bin ein echter Pflanzenfreund. So? Ja. Zu Hause habe ich einen Kaktus. Den gieße ich auch einmal im Jahr. Vielleicht bist du nicht wie die anderen Männer. Das höre ich hier andauernd. Das finde ich toll. Was? Vielleicht sollte ich meinen Auftritt etwas ändern. Ja, solltest du vielleicht. Wie war das doch gleich mit diesen hübschen Pflanzen? Ich bin Gärtnerin und Pflanzen mag ich wirklich gern. Schön, dass du auch Pflanzen magst. Na, jetzt machen wir es im richtigen Casanova. Die Sache mit den anderen Wikingern.